Ich glaube, was man da lesen musste, hatte ja eigentlich nichts mehr mit Kritik an der Leistung zu tun, sondern war eigentlich nur noch eine Abrechnung mit einzelnen Spielern. Und the trend is your friend, insbesondere natürlich Spielern von Bayern München. Nur, das hat nicht stattgefunden nach dem Gladbach-Spiel. Also müssen wir ja irgendwie unsere Arbeit machen. Möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich weiß nicht, ob der Fußball da eine Sonderrolle einnimmt oder ob für den Fußball da eine eigene Gesetzgebung von gewissen Medien zumindest sich erlaubt wird. Aber wir werden das bei Bayern München zumindest in dieser Art und Weise nicht mehr akzeptieren. Und sehr leuchtender.